schön hat. Aber wie kommt Klavier in Wald? Aus dem Kofferraum kommt es nicht. Das geht nämlich in keinen Kofferraum der Welt rein. Und so ist es. Aber das bequem. Das geht rein in den Kofferraum des neuen Opel-Kadetten. Ja, ihr ganzes Wochenendhaus könnt ihr mitnehmen. Bitte? Das ist kein Koffernotstand. Das ist ein Kofferraum. Ja, Platz muss man haben. Auch im Innenraum. Bequem. Praktisch. Ja, und dann noch. Aber das kann Ihnen viel besser der Opel-Händler zeigen. Der neue Opel Kadett. Kurz gesagt, okay. Übrigens, der geht auch noch ein. Schielen. Das geht alles ein. Na und dann. Der Innenraum. Ich habe den Kadett extra aufschneiden lassen, damit Sie sehen, dass ich nicht aufschneide. Das ist die Freiheit, die ich meine. Die Bewegungsfreiheit. Und vorne sitzt man ebenso gut wie man fährt. Ab geht's mit 40 Minuten PS. Auch innen. Haben Sie hier nicht nur dicke Platz, haben sogar vier dicke Platz. Und zwar prima. Wie ich hier sitze, so gut fährt er auch, ohne Scherz. Simsalabim. Das ist sicher das Notwendigste, was Ihre liebe Frau so braucht. Das heißt, wenn es sein muss, können Sie aber auch die gute Tante Grete mitnehmen. Bleibt immer noch Gepäckraum bis zum Dach. Oder Ihren kleinen Liebling. Und natürlich die beiden Sprösslinge. Ach, Sie haben vier. Machen wir. Bitte, da ist die Kinderbank. Tja, der Opel Caravan 1000, der reinste Tausendfasser. Nicht zu fassen, was der hat. Opel Caravan 1000. Jedes Jahr ein neues Modell. Vom 51er Chromgesicht zum 53er Haifischmaul. Zum 55er Chevy-Verschnitt. Zum 57er mit seinem breiten, eloxierten Grinsen. Rüsselsheim machte eine ganze Generation von Mittelklassekäufern zu Jahreswagenbesitzern. Amerikas Statusdenken war mit Opel vollends über den Teich geschwappt. Erst gegen Ende der 50er Jahre trat Ruhe ein. Der 1957er lebte schon bis 1960. Der 60er bis 1963. Doch eines hatten sie gemeinsam, sie rosteten oft schneller als ihr Schatten. Ein Olympia-Rekord P2 zum Beispiel, von 1960 bis 1963 gebaut, war oft schon nach 6-7 Jahren am Ende. Trotzdem war er ein Erfolg und wurde fast 800.000 Mal gebaut. Sogar als Coupé, genannt der rasende Kofferraum. Die große Fahrfreude. Der neue Opel gekauft.